Ja, hallo. Ich möchte mich nochmals, bevor ich meinen Vortrag loslege, in meinem schönen Schweizerdeutsch, bei Michael Stoll und dem Team, Quick Team, bedanken für die Einladung. Und der Titel ist das Einzige, was, ich weiß nicht, wieso eigentlich der Titel in Englisch ist, aber mir fiel keine gute Übersetzung ein. So, lassen Sie uns starten. Wie geht das? So, ja, wunderbar. Ich möchte eigentlich gleich mit einer meiner Arbeiten einsteigen, um zu erklären, wieso ich hier an diesem Infografik-Kongress Ihnen etwas über Comics erzähle. Das kann ja eigentlich merkwürdig erscheinen. Ich wurde 2009 mit anderen Schweizer Comicautoren von der Pro Helvetia, das ist das Goethe-Institut der Schweiz, dazu eingeladen, 3 Wochen in Indien zu verbringen und danach eine 20-seitige Geschichte Überlebtes in Indien zu berichten. Und da so startet da mein Bericht über eine Doppelseite. Eben die Hauptstadt Delhi hat mich eigentlich in ihrer Größe, Struktur und Dichte sehr beeindruckt. Und schnell wurde mir klar, dass ich diesen Kulturschock nicht nur, oder meine Empfindungen dazu, nicht nur auf für Comiczeichner herkömmliche Weise vermitteln konnte. Ich musste dafür eine andere visuelle Sprache herbeiziehen und das war dann natürlich die Sprache der Infografik. Und jetzt verstehen Sie, wieso ich hier bin. Diese Sprache ermöglichte es mir auf sehr direkte und unmissverständliche Weise zu erklären, woher ich kam. Also das ist, was ist der Point, das da? Da komme ich her. Und in welchem Verhältnis das eigentlich zu der Stadt, die ich da gerade besuche, steht. Nicht nur von der Größe her, sondern eben auch von der Lautstärke zum Beispiel. Und welche ersten Eindrücke dieser Kontrast bei einem bleichgesichtigen Europäer hinterließ, der mit seinen damals 44-jährigen Füßen zum ersten Mal asiatischen Boden betrat. Ja, aber eigentlich hatte ich es auch ganz gut dort, also keine. Lassen Sie mich nochmal zurückgehen, damit ich noch vielleicht ein paar Worte über mich verlieren kann. Ich wurde, also keine Angst, ich mache jetzt nicht einen 3-stündigen Lebenslauf, aber ich wurde 1964 in Kentucky geboren, in den USA. Aber mehr verbindet mich eigentlich nicht mit diesem Land, weil meine Eltern und ich dann nach einem Jahr weggezogen sind und seither lebe ich eigentlich in der Schweiz. Also abgesehen von einem vielleicht 8-jährigen Abstecher, also bis zum Kinnbart da, nach Paris, aber sonst eigentlich ist der ganze Rest in der Schweiz. Und da 2017 wird dann ein prekäres Jahr, weil nachher hat es keinen Platz mehr. Aber gut, das muss ich dann vielleicht die Infografik vergrößern. Also ich hoffe, ich überlebe es. Aber der für meinen Vortrag relevante Teil meines Lebens findet eigentlich in der unteren Hälfte statt. Und das sind so die Jahre, die mich eigentlich zum Krieger des Comics gemacht haben. Ich habe einen Hang zum Martialischen, wie Sie gleich sehen werden. Das ist auch hier dann in dieser Geschichte zu sehen, das ist der Weg des Kriegers des Comics, das ist ein autobiografisches Werk oder der Beginn eines autobiografischen Werks und der ist lang und hart und gepflastert von kleinen Erfolgen und großen Erniedrungen.
Erniedrigung. Und das ist also auch eine Art, mit Infografik Geschichten zu erzählen. Sie sehen da meine Entwicklung als Comicszeichner und auch meine körperliche Entwicklung, dann, wenn ich ein ausgebildeter Krieger geworden bin. Und wie jeder große Krieger habe ich auch meine Vorbilder, meine großen Meister. Und das ist, also Winsor McCay ist einer von ihnen. Er ist einer der Pioniere des Comics. Das, nur kurz zu ihm, das ist seine Comics, die kamen wöchentlich in New York Herald und später in der Herald Tribune heraus. Und es waren so einseitige Comics über den, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, aber das ist so Comics, ein Comics-Muss. Das sind einseitige Geschichten über den Tag- und Nachtträumenden Little Nemo, der immer Albträume hat und ist wirklich ein Wunderwerk an dramatischer Comics-Literatur. Ich habe dann die Geschichte einfach für meine Tochter angewandt, die damals, weil die irgendwie so mit den Zähnen es nicht so hatte. Und das bin ich damals. Am Schluss kommt immer der Vater und kommentiert das Ganze. Ich habe im Rahmen des Forschungsprojekts des Forschungsprojekts Reading Visuals, das ich unter anderem auch mit Pierre Thome, betrieben oder an dem ich teilnehmen durfte, habe ich mich der Untersuchung von Winsor McCay gewidmet. Und jetzt muss ich verdammt schnell machen. Ich habe es dann so auseinandergenommen, die einzelnen Protagonisten isoliert und es ist doch schön zu sehen, wie eigentlich da die ganze Geschichte schon in diesem Teil erzählt ist. Und das Ganze ist sonst scheinbar dekoratives Beigemüse. Aber das ist nicht so, denn man muss wissen, dass diese Comics den Zeitungen damals alleine zum Werbezwecken dienten. Und das musste schön aussehen und musste eine gute Architektur haben. Was mich auch an Little Nemo noch interessiert, ist natürlich, dass Comics wie Infografiken eigentlich nicht nur linear gelesen werden, sondern man springt immer vorne, vor und zurück und man kann eigentlich immer die Panels zueinander vergleichen. Das hat doch sehr viel mit Infografik zu tun. Das hat mich unter anderem zu solchen Seiten inspiriert, die damals im Strapazin erschienen ist. Ja, jetzt, da mache ich wirklich schnell. Vielleicht finde ich, habe noch andere große Meister studiert. Das ist, vielleicht habt ihr es noch nicht rausgefunden, aber spätestens hier werdet ihr wohl wissen, um wen es sich handelt. Das ist Hergé. Ja, eines meiner anderen großen Vorbilder, das kann ich nicht leugnen. Stilistisch vor allem auch. Ist eine Auftragsarbeit, die ich für das Zentrum Paul Klee gemacht habe. Und da zeige ich jetzt einfach noch ein paar Doppelseiten, ohne größer zu erklären, sonst werde ich dann bald zur Rampensau. Aber hier hat sich natürlich auch ein bisschen Infografik eingeschlichen. Und das ist eine Auftragsarbeit, die um das verbindet mich ein bisschen mit Astrid jetzt, um eine Kinderkrankheit ging, die einen neurochirurgischen Eingriff erforderte. Und lustigerweise hieß die Auftraggeberin selber auch Kahn, aber inspiriert haben mich eben auch die Bilder von Fritz Kahn. Ja, und das ist noch eine Doppelseite für das schweizerische Pensionskassensystem, das in einem dramatischen Zustand, wie Sie sehen können, ist, erklärt auf sehr romantische Weise. Ja, ich liebe Infografik und ich versuche natürlich immer Comics und Infografik zu verbinden, mehr denn je. Ich habe im Magazin Strapazin, das gleichzeitig auch das Atelier ist, in dem ich arbeite, in Zürich, immer wieder Möglichkeiten zu publizieren und dann spiele ich eigentlich mit der Ästhetik der Infografik gerne rum, da vor allem mit
da erkläre ich einen ganzen Tag anhand, so wie anhand einer Bedienungsanleitung. Oder hier habe ich eigentlich meine eigene Philosophie zur Parallelperspektive entwickelt, über mehrere Seiten, also das ist nur die erste Doppelseite. Und ja, ich bin aber nicht nur, und jetzt wirklich nur noch eine Minute, ich bin nicht nur Lehrmeister der also Krieger des Comics, sondern ich bin eben auch jetzt vor ein paar Jahren aufgestiegen zum Lehrmeister der Infografik an der Hochschule Luzern. Und ich möchte einfach noch ein paar Beispiele von Arbeiten, die meine Studenten mit mir zusammen gemacht haben, zeigen. Das ist eine Übung, die ich die Piktogrammübung nenne. Das ist so ein bisschen das Hors d'œuvre zum Kurs, zum ganzen Kurs. Das ist eine Kurzaufgabe, die gestellt wird, wo ich sage, ihr müsst euch, also dich selber und deine Familienmitglieder im Alter, als du geboren wurdest, darstellen, 10 Jahre später und jetzt. Und das, damit erlernen die Studenten, die, ich wiederhole es nochmal, es sind Scientific Visualization, also wissenschaftliche Zeichner, also sie haben vor allem Technik gelernt und alles, und ich erkläre ihnen damit relativ schnell, was die Möglichkeiten der infografischen Erzählung sind. Das sind noch andere Beispiele, die haben es, also die vorher, nur hat es anhand der Haar, hat es gezeigt, anhand der Haarlängen, darum hat sie dann irgendwann herausgefunden, dass sie die Figuren von hinten zeigen muss. Hier war es anhand der Bademode und der körperlichen Entwicklung. Und ich finde es doch auch sehr schön, wie man dramatische Momente, wie die verstorbene Mutter, eigentlich relativ diskret miterzählen kann. Und hier eine andere Bademode, aber ausgezogen dann. Das fand ich auch sehr schön illustrativ. Hier geht es darum, war die Aufgabe, eine Kindheitserinnerung in Infografik nachzuerzählen. Also das ist die erste Zigarette und da wurde es ihr schlecht, glaube ich, mit dem Grün. Also, wenn ihr Farbe benutzt, dann benutzt sie bewusst. Wurde schon mehrfach gesagt. Hier ein Schüler, der seinen Lebensweg anhand all seiner Verletzungen, die er sich zugezogen hat, gezeigt hat. Eine sehr schöne Aufgabe. Und ich weiß nicht genau, was hier passiert ist. Und dann hier noch ein Schüler, der, seit er aus dem Tunnel gekommen ist, also Geburt, sehr viele Wohnortswechsel gehabt hat. Und dann hat er noch mitgezeigt, was er alles so mitgenommen hat, seinen Zeichentisch und so. Und dann ist er sogar mal über den Atlantik, was ihm lange irgendwie Probleme bereitet hat, weil er gefunden hat, der Atlantik ist zu groß. Und ich habe gesagt, ja, schreib ihn einfach an, oder? Und dann geht's. Und dann zum Abschluss natürlich noch, das war ein visuelles Feedback zu meinem Kurs, auch als Infografik dargestellt. Und an diesem Kurs kommt ja auch Michael Stoll immer regelmäßig und gibt einen 9-tägigen Input. Der hat anscheinend wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja, so viel zu mir und was ich so tue. Vielen Dank. Applaus